So, Leute, zweiter Instagram Live-Chat. Heute haben wir ein junges, frisches Gesicht der Firma Jola zugeschaltet und wir holen uns gleich den Sven Müller-Wirth dazu. Ich hoffe, Sven ist bereit und wir schalten gleich auf. Noch ist er nicht da. Kann sich nur noch um Sekunden handeln oder Stunden. Sven, wo bist du? Da ist er. Da ist er, da ist er. Und wenn es die Technik möglich macht. Hi! Hallo Gregor, hallo. Alles gut? Ja, alles gut, entschuldige die Verspätung. Ja, Wir 20 hatten, Sekunden oder so. ja, knapp, wir hatten gerade noch ein Meeting hier und daher bin ich jetzt leider ein bisschen verspätet, aber umso besser, es hat geklappt. Wo erwische ich dich? Du Bist du erwischst zu mich Hause oder? tatsächlich im Office, hart am Schuften. Okay, wie man deutlich sieht. Ja, Sven, ja. erstmal vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat mit einer relativ kurzen Vorbereitung. Ja, es sind in der Tat viele, viele Fragen reingekommen, die wir jetzt irgendwie versuchen abzuarbeiten. Also der eine oder andere will wirklich eine Menge von dir wissen. Ich übrigens auch, nämlich als allererstes, wie geht's dir und deiner Familie? Ja, also erstmal vorweg vielen Dank für die Einladung, die ich natürlich sehr, sehr gerne angenommen habe. Wir kennen es ja schon das ein oder andere Jahr. Insofern war es für mich auch ganz klar, dass ja, ich hier auf jeden Fall einsteigen will. Und ja, zur Frage der Familie geht es sehr gut. Wobei meine Frau jetzt gerade alleine ist. Viele Grüße an Sie mit meinen zwei Kindern. Beziehungsweise mit Genau, unseren Caro, zwei viele Grüße. Kindern. Bitte? Ich sage Caro auch von uns viele Grüße. Ja, ich glaube, sie wird es gerade sehen, ja. Schön. Ja. Was viele interessiert oder vielleicht nicht wissen, du bist jetzt das zweite Mal Papa geworden. Genau, vor knapp 2,5 Monaten, jetzt bald 3 Monate. Und einen kleinen Jungen bekommen, den Samuel, der wächst und gedeiht Ja. und hält uns doch auch mit der Kleinen auch, die 1,5 Jahre alt ist, ganz gut auf Trab, ja. Schön, schön. Und wie gesagt, nochmal die Frage, alle gesund, Corona habt ihr Gott sei Dank nichts mit zu tun? Gott sei Dank nicht. Also es sind Gott sei Dank wirklich alle wirklich gesund. Bisher, ich hoffe natürlich auch, es bleibt so. Man weiß ja heutzutage leider nie, was kommt. Aber es sieht gut aus momentan. Schön. Als zweifacher Familienvater, die erste Frage, die hier reingekommen ist, wie alt bist du denn jetzt? Ich habe es auch vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ja, normal reden wir ja gar nicht über das Alter, aber ich bin tatsächlich 38 inzwischen. Gar nicht mehr so jung, ne? Man sagt ja auch früher jung und dynamisch, heute nur noch und. Und nur noch und. Nur noch Okay. und. Nein, ja, junge 38, würde ich sagen. Fühle mich noch gar Und nicht so, aber dennoch. ja, irgendwann kommt auch deine Null dann da hinten dran. Ja, die kommt schneller, als man denkt. Ja. Das stimmt, Sven, oder hast du Auf jeden recht? Fall. Bist du denn noch aktiv im Tischtennis? Spielst du noch irgendwo selber? Ja, ich habe bis letzte Saison noch bei der TTF Frankenthal gespielt. Wir haben Oberliga gespielt, ein ganz gutes Jahr erwischt, sind am Ende leider auch nochmal in den Abstiegsstrudel einstolziert, konnten aber einen Abstieg verhindern. Und ich habe dann einfach aus familiären Gründen gesagt, dass ich ein bisschen kürzer treten will, dass ich auch vor allem die Wochenende frei haben will für die Familie. Das ist dann doch wirklich Vordergrund. Und mit zwei kleinen Würmern auch ehrlich gesagt gar nicht mehr möglich. Aber ich glaube, du kennst es selbst, ja. Paula, meine Große wird 18 im Dezember und die Danica wird am Sonntag 9. Wie alt ist das erste Kind von dir ist jetzt 2 Jahre? Ja, sie wird im November 2, also ist ein bisschen was Ja. über anderthalb, klein Leni. Ja, die wächst auch und gedeiht und schaut wahrscheinlich gerade, wenn alles glatt läuft, die Sendung mit der Maus. Beziehungsweise Okay. Sandmännchen, Entschuldigung. Sandmännchen, okay. Also Caro guckt uns zu und die Kinder gucken dann die Familiensendung. Wunderbar. Was einer noch oder was viele wissen wollten, wo hast du denn überall Tischtennis gespielt? Ui, das ist tatsächlich eine ziemlich lange Palette inzwischen. Ich habe ja verschiedene Stationen gehabt. Begonnen habe ich beim TTC Oppau.
tatsächlich ein pfälzischer Verein, ein relativ kleiner Verein, die sich aber so über die Jahre ein bisschen gemausert haben. Bin dann nach Landau gewechselt und habe quasi auch meine, ja, im Grunde Stationen in der zweiten Liga gehabt. Und habe dann noch mehrere Stationen, wie zum Beispiel Hilpoltstein oder Rammstein, Seckenheim, auch alles in der zweiten Bundesliga gehabt. Bis ich dann über Seligenstadt nach Frankenthal einen Umweg kurz über Grenzau gemacht habe. In Wirges war ich auch nochmal. Also ich habe schon ein paar Vereine, ja auch ein paar Umzüge hinter mir, natürlich auch beruflich, wodurch natürlich auch immer wieder öfter dann auch Vereinswechsel irgendwie zustande kam. Richtig. Aber momentan der Ball, der Schläger. Ich habe lediglich aktuell bei Produkttests den Schläger in der Hand. Mal sehen, vielleicht wird es dann noch was mit der Karriere. Kennst du denn deinen TTR-Wert? Ganz ehrlich, ich habe gar keinen. Ich glaube, über 2000, aber wie genau, wie hoch er ist oder wie niedrig er ist, ich weiß es wirklich nicht. Kanntest du ihn früher immer? Warst Ja. du so einer, der, ja? Ja, also früher, vor allem die gute alte Jola-Rangliste noch, es war ja also eher noch meine Zeit, sage ich mal, Okay. tatsächlich wirklich immer, also immer meine Platzierung. Ja, und jetzt halt ein bisschen ruhiger. Und genau wie du sagst, es hat andere Sachen, die jetzt im Vordergrund stehen, als der TTR-Wert, ne? Ja. Seit wann bist du jetzt genau bei Jola? Ich bin jetzt insgesamt seit 4 Jahren wirklich bei Jola. Habe dort quasi des damaligen Verkaufsleiters die Nachfolge angetreten, bin aber ja schon indirekt seit vielen Jahren in der Firma. Das heißt, war davor ja beim PD Megastore, wo wir ja zusammen auch durchaus das ein oder andere Jahrelang, ja. verbracht haben. Und da kam 2016 fest zu Jola und bin dann auch umgezogen vom schönen Westerwald in die schöne Pfalz und fühle mich hier inzwischen auch pudelwohl. Jetzt hat Jola ja sicherlich auch Corona-bedingt wahrscheinlich auch schwere Einbußen. Man liest es überall, man hört es überall, also nicht nur in der großen Sportbranche, Adidas, Nike, sondern auch, ich sag mal, in unserer kleinen Branche Tischtennis. Wie sieht es bei euch aus? Viel Kurzarbeit? Seid ihr noch in Kurzarbeit? Hattet ihr vielleicht sogar Mitarbeiter, die betroffen waren von Corona? Kannst du da so ein bisschen Einblick geben, wie es, ja, nicht sicherlich zahlentechnisch, aber wie es Corona-bedingt ausgesehen hat bei euch und aussieht? Ja, ich muss sagen, wir waren, also ja, wir waren einen Monat in Kurzarbeit, war im April, kurz nachdem im Grunde der, ja, Lockdown, muss man sagen, war. Und wir natürlich zunächst nochmal so ein bisschen in eine kleine Panik verfallen sind, weil natürlich damit auch einhergehend klar war, dass der Wettkampfbereich im Grunde, ja, dicht ist. Und die Saison wurde ja abgebrochen, war klar, dass wir natürlich logischerweise schwer Umsätze generieren können. Also war das eigentlich zunächst mal eine Vorsichtsmaßnahme. Dass dann plötzlich der Freizeitbereich so sehr boomt und sich wirklich fast jeder, der ein Haus, eine Wohnung oder einen Garten hat, einen Tisch anschaffen will oder irgendwelche Freizeitprodukte, das war für uns nicht absehbar. Heißt, wir hatten eigentlich im Wettkampfbereich natürlich sehr starke Einbußen und können uns aber ganz gut über mit dem Freizeitbereich, der wirklich boomt, über Wasser halten. Was aber auch vielleicht durch das Wetter, wir haben sehr, sehr gutes Wetter momentan, auch eine Phase ist. Wir wissen alle nicht, was passiert. Vor allem, wenn die Saison nicht pünktlich beginnen sollte im August. Es könnte durchaus sein, ich bin ein bisschen skeptisch aktuell. Dann rutschen wir halt so ein bisschen Richtung Herbst, Winter rein und dann weiß ich nicht, ob wir all das noch mit den Freizeitprodukten abfangen können. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir momentan ganz gut aufgestellt sind, dass wir in dieser schweren Situation Glück haben. Was auch gut war oder wo wir auch Glück haben, ist, dass bisher kein Mitarbeiter Gott sei Dank betroffen war, betroffen ist und wo Schön. wir natürlich auch so ein paar Vorsichtsmaßnahmen hier treffen müssen, ein paar Hygieneregeln einhalten müssen, Abstand halten müssen, natürlich auch häufig desinfizieren müssen. Ja, man versucht das Beste irgendwie aus der Situation zu machen. Aber ich sage mal, was schwierig ist, sind halt Kundentermine, die momentan gar nicht stattfinden. Das ist alles online oder über irgendwelche Zoom-Meetings. Anders ist nicht möglich. Jetzt habt ihr euch, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht, wenn ich das in die Kamera halte, ja relativ ja, rund erneuert, nenne ich es mal. Also nicht nur das Logo, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, sondern ihr habt komplett alles neu gebrandet,
quasi Relaunch das Ganze und dann noch die Corona-Zeit, das muss doch noch brutaler sein, oder? Ja, also auch da hatten wir so ein bisschen Glück, dass der komplette Markenlaunch und der wirklich ja das komplette Sortiment bis auf ganz wenige Ausnahmen gezogen hatte, dass das Ganze eigentlich schwerpunktmäßig noch vor der Corona-Pandemie beziehungsweise vor diesem Lockdown im März kam, ja im Grunde durchgeführt wäre, zumindest die ersten Steps. Natürlich hätten noch weitere Schritte, auch Werbemaßnahmen, die bereits geplant waren, folgen sollen. Und mussten wir halt aussetzen, weil es einfach in der Situation auch gar keinen Sinn gemacht hätte. Und das ist natürlich nicht so schön. Ja. Wir werden jetzt aber bald auch mit der Bewerbung der neuen Hölzerlinie, die du auch gerade gezeigt hattest, weiterführen. Das werden wir weiterführen, werden da sehr, sehr intensiv angreifen. Wir haben jetzt vor kurzem unser neues Video auch zu den Hölzern gelauncht. Und ja, wir starten Step by Step. Aber es war ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, muss man sagen. Ich meine, wir haben über ein Jahr wirklich viel Arbeit reingesteckt und alles gegeben, mit wirklich mehreren Teams auch gearbeitet. Die Produktmanager, die haben wirklich Überstunden gemacht, wo es nur ging. Und ja, schade halt, dass sowas passiert. Aber wir können es leider nicht ändern. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt, sage ich mal, komplett neu gestartet seid? Ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dieses Relaunch, wie ist es dazu gekommen? Kannst du da ein paar Worte zu sagen? Ja, es ist, ich sag mal, mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Der eine Faktor war durch den Inhaberwechsel. Jola hat einen neuen Eigentümer, das ist Richard Lee, der mit seiner Firma in Amerika sitzt, der quasi Jola als Zentrale übernommen hat. Das heißt, es war erstmal dahingehend ein gutes Momentum, sozusagen neuer Inhaber, neues Logo. Das war der eine Part. Der andere Part war aber, dass wir sagten, das alte Logo, das natürlich auch immer noch toll ist und auch einen hohen Stellenwert auch immer noch bei uns genießt, dass es aber vielleicht auch mal Zeit ist, zu zeigen, dass sich einiges verändert. Und da war natürlich ein neues Logo mit neuen Produkten, neuen Produktlinien aus unserer Sicht der entscheidende Schritt. Du sagtest es gerade, Richard Lee hat übernommen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Mr. Jola, Michael Wagner, der lange, 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 ja, Jahrzehnte eigentlich Geschäftsführer. Hast du noch Kontakt zu ihm? Was macht er? Wie geht's ihm? Er ist ja auch schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob er zuguckt, aber habt ihr noch Kontakt? Was macht Michael Wagner? Ja, wir haben Intensivkontakt vor 2 Minuten ungefähr, nee, vor 5 Minuten hatten wir noch sehr intensiven Kontakt. Wir hatten nämlich Okay. noch ein ganz kurzes Meeting gehabt. Also Herr Bachtler ist immer noch Geschäftsführer und wird es auch jetzt gerade in der Übergangszeit, wo einfach seine immense Erfahrung wirklich benötigt wird, wird er uns noch helfen, beraterisch zur Seite stehen. Das wird meines Wissens auch bis zum Ende des Jahres sicherlich der Fall sein. Aktuell ist er mehr oder weniger im Normalfall halbtags da. Heute war es einfach ja, meetingbedingt ein bisschen intensiver. Aber ich bin sicher, dass er ja, gegen Ende des Jahres in den verdienten Ruhestand treten wird. Aber ich bin auch sicher, dass er uns nach wie vor einfach mit dieser Erfahrung unterstützen wird. Ja, Jola ist eng verbunden, glaube ich, mit dem Namen Michael Bachtler. Es scheint aber in der Tat noch einen älteren Zuschauer gegeben zu haben, der fragt nach dem langjährigen, jetzt musst du mich vielleicht verbessern, Theo Zahn war Prokurist. Ist Ja, genau. Theo noch in der Firma bei euch? Oder was macht Theo? Hast du noch Kontakt? Ja, ich habe immer noch Kontakt. Theo war quasi mein Vorgänger und Theo hat mich auch in die Kunst hier eingewiesen. Theo war 48 Jahre lang in der Firma, hat quasi seine Ausbildung hier abgeschlossen und wurde, oder das Gespann Bachtler Zahn hat immerhin die Firma zum Marktführer gebracht in den 90ern bis 2000ern. Darf man nicht vergessen. Theo ist immer noch eng verbunden, auch mit der Firma Jola, aber auch er ist inzwischen in den verdienten Ruhestand eingekehrt. Wohnt hier immer noch in der Nähe, knapp 3 Kilometer entfernt, hat ein kleines Häuschen, wohnt mit seiner Frau zusammen. Und ich hoffe jetzt gerade, dass es ihm gut geht. Man weiß ja heute nie, aber wahrscheinlich geht es ihm ganz gut. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch ja, seine Rente ganz gut genießen kann. Wie seid ihr jetzt aufgestellt? Also wenn Theo nicht mehr da ist, personell, wie sieht es da aus? Also
ich sage es mal, viele frische Gesichter, du mit deinen 38 Ja, frisch ist relativ. mit dabei. Wie seid ihr da jetzt so jetzt aufgestellt? Ja, im Grunde sind, ich sag mal, alle Schlüsselpositionen, also die Positionen der Verkaufsleitung beispielsweise, sind wieder besetzt worden. Wir haben im Grunde ein neues, junges Team. Wir haben auch hier vor Ort einen neuen Geschäftsführer mit dem Rade Markovic, der mich ebenfalls in Sachen Verkauf ja, sehr unterstützt. Das heißt, von der Seite sind wir auf jeden Fall sehr gut aufgestellt wieder. Und wir haben noch ein paar jüngere Nachfolger, sage ich mal, die quasi auch schon Gewehr bei Fuß stehen, die jetzt auch schon eingearbeitet werden in vielen Dingen. Und was man nicht vergessen darf, wir haben auch dahingehend eine große Unterstützung von unserer amerikanischen Mutter, die ja gerade beispielsweise in Marketingaktivitäten sehr, sehr gut sind und die auch unheimliche Ressourcen haben und viel mehr Mitarbeiter in diesem Bereich abstellen können, als es wir überhaupt momentan in der Lage wären. Schön, also generell wird es ein bisschen ja, dynamischer, junger, frischer bei euch sein. Genau. Genau wie du sagst, jetzt haben wir hier ein paar interessante Fragen bekommen. Ihr habt neue Hölzer, neue Belege. Du hast es schon gesagt. Ich halte mal einen von den beiden Top-Sellern mit rein. Das ist der Dynarize. Da habt ihr zwei Varianten rausgebracht, eine etwas härtere, eine etwas weichere. Ja. Auch da ist eine Frage reingekommen, ab welcher Spiel oder ab welchem Spielniveau sind diese Hightech-Belege ausgelegt? Also eher Kreisklasse oder ein bisschen weiter nach oben angesiedelt das Ganze? Ist natürlich eine gute Frage. Eigentlich würde ich gerne antworten, mit dem Belag kann man gar nicht mehr verlieren, und zwar egal in welcher Klasse. Ist natürlich Quatsch. Nein, Fakt ist, also ich tue mir schwer, einfach pauschal zu sagen, das ist für Spieler in der Kreisklasse oder es ist eigentlich schließlich für Spieler in der höheren Klasse geeignet. Sondern natürlich sind das sehr, sehr schnelle, dynamische Belege, das ist klar. Ich habe aber dann schon auch die Erfahrung gemacht, dass der ein oder andere Spieler in der niedrigeren Klasse durchaus gute, positive Effekte für sein Spiel mit diesem Belag erzielen kann. Was aber nicht heißt, dass auch dieses Produkt durchaus für den einen oder anderen Spieler ein wenig schnell ist. Jetzt ist es so, du hast es gerade gesagt, wir haben zwei Varianten davon. Wir haben die weichere ACC-Variante. Zeige nochmal, das ist der etwas weichere. Ja, genau. Und wir haben die schnellere AGR-Aggressive-Variante. Hintergrund ist der weicheren Schwamm. Der ist einfach nur sehr schnell, das ist klar, aber ein Ticken gefühlvoller und vermittelt so ein ganz angenehmes Spülgefühl. Vor allem hat er eine ganz gute Flugkurve, relativ hoch für so einen Belag wie dieser hatte. Und ich glaube, allein dadurch, vor allem für ja, Spieler in den unteren Klassen, tendenziell der bessere ist. Für Spieler, die Wert darauf legen, also maximalen Speed zu haben, aber auch maximalen Spin, würde ich eher sagen, richtet euch an den Daenerys Archaea. Das ist ganz klar die härtere Komposition. Ist aber durchaus natürlich auch ein Produkt, das auch von Spielern in den unteren Klassen gespielt werden kann. Ganz klar. Aber letztlich, glaube ich, muss man es testen. Das ist das Entscheidende. Wer ist bei euch in der Produktentwicklung da mit drin? Hängst du da mit drin, sag ich mal, Petzold immer noch? Oder wer Genau. ist dafür in Anführungsstrichen zuständig? Also wir haben tatsächlich, ich sag mal, auf der deutschen Seite ein Team, das besteht normalerweise aus dem Dahlen Petzold, der unser Produktmanager ist, dem Markovic, der jetzt Geschäftsführer ist, früher Produktmanager war, der also da natürlich auch vom Fach ist. Und der andere Teil bin ich, der eben bei diesen Meetings, die auch mit den Amerikanern stattfinden, ja, zusammenarbeitet und die durchführt. Auf amerikanischer Seite haben wir ebenfalls ein Produktmanagement-Team mit zwei weiteren Leuten. Die Marketing-Leute sind meistens noch mit drin. Also es ist ein relativ großes Meeting, ist meistens zwischen 8 und 10 Personen, die anwesend sind. Findet aber momentan natürlich auch nur per Videokonferenz statt. Ja. Wöchentlich auch angesetzt, weil natürlich bereits jetzt schon für die nächste Saison vorgearbeitet wird. Okay, das heißt, wir dürfen uns auf neue Hölzer, neue Belege in 2021 wieder freuen? Also es ist so, wir werden neue Hölzer und neue Belege bringen, ja, aber wir werden das in einem, ja, ich sag mal, sehr moderaten Level.
tun. Denn wir alle sind momentan nicht in der Lage, so weit vorauszuplanen, um zu wissen, welche Auswirkungen Corona jetzt wirklich haben wird. Das heißt, wir sind sehr verhalten, was aber so ohnehin in unser aktuelles ja, System passt, weil wir einfach sagen, es gibt einfach zu viele Produkte auf dem Markt aktuell, sodass wir ohnehin wirklich ja, die Philosophie haben, das Sortiment nach und nach immer mehr zu verkleinern, um einfach ja, es allen Spielern zu ermöglichen, in dieser ganzen Palette überhaupt mal einen Durchblick zu behalten. Da weißt du selbst, wie schwer es ist, ich sag mal, auch bei anderen Herstellern, mit allen Produkten irgendwie vertraut zu sein. Ist sehr. Richtig. Genau. Wir haben eine Frage gekriegt, wie sieht es aus mit Textilien? Ganz heikles Thema, sicherlich nicht nur im Tischtennis. Die Firma Erima, die im Teamsport ja relativ aktiv ist, hat, ich glaube, vor ein paar Wochen gemeldet, dass es 2021 keine neue Kollektion gibt, sondern alles um ein Jahr verlängert. Kannst du das irgendwie für Jola auch schon bestätigen? Oder wie sieht es textiltechnisch aus? Ihr habt ja alles relativ neu gemacht jetzt. Wird es was Neues geben? Wird einfach nur in Anführungsstrichen nur verlängert? Ja, es wird, also wir werden ganz sicher also die jetzt aktuelle Kollektion, die werden wir auch im nächsten Jahr weiterführen. Es wird dazu jetzt voraussichtlich Stand jetzt eine weitere Trikotserie geben, aber es wird auch einfach im Grunde auf diese Trikotserie beschränkt bleiben. Wie du sagtest, wir haben ein komplett neues Sortiment. Wir haben zwei neue Trikotlinien dieses Jahr gelauncht. Wir haben drei neue T-Shirts gelauncht in den jeweiligen Farben, sodass wir da einfach, muss man sagen, auch ganz klar gut gedeckt sind. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Verein auch durchaus froh ist darüber. Denn das bedeutet natürlich auch, dass die Nachkäufe einfach viel länger möglich sind. Also wir machen es nicht ganz so drastisch wie jetzt vielleicht Erima, aber wir bringen eine Linie, wahrscheinlich mit drei Farben. Das ist jetzt momentan noch nicht ganz klar. Aber wir sind da auch sehr, sehr zurückhaltend. Verständlich, weil kostet alles Geld, ne? Jetzt haben wir eine ganz witzige Frage reinbekommen. Ich gehe jetzt noch mal auf die Belege und auf die Hölzer zurück. Dynarise, Viarise, habt ihr du lachst. Habt ihr gewürfelt? Habt ihr in den Scrabble-Beutel reingegriffen und hat Rade, du und Daniel haben dann einfach Buchstaben rausgezogen oder wie ist es dazu gekommen? Also normal würde man ja denken, so ein Produktmeeting oder so eine Namensfindung fände mit viel Wein statt. In der Pfalz könnte man sich das vorstellen. Nein, ist tatsächlich nicht der Fall. Fakt ist, es gibt lustige Anteile, wie so ein Name zustande kommt, aber bei unseren neuen Namen waren es jetzt eigentlich mehrere Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Wir haben einerseits gesagt, beim Dynarise vor allem, wir wollen die schon bereits erfolgreichen Riser und Rhythm-Serien weiterführen. Das heißt, irgendwie musste dieser Part Rise abgedeckt werden. Und wir haben gesagt, was ist das Entscheidende bei dem neuen Belag? Und das ist ganz klar die Dynamik, die einfach durch diesen Medium-Schwamm erzeugt wird, in Verbindung mit der extrem griffigen Oberfläche. Und da haben wir gesagt, okay, Dynarise, ganz klar, relativ einfach im Grunde. Wobei, da muss man jetzt wieder Schmankerl bringen. Unsere amerikanischen Freunde sind alle große Game of Thrones Fans und die Hauptdarstellerin, die Daenerys heißt. Also gibt es auch da wieder eine kleine Verbindung. Und ähnlich auch bei der Belagsserie tatsächlich. Da war die Idee, weil die Hölzerlinie aus wirklich drei sehr innovativen, visionären Hölzern besteht. Und wir gesagt haben, okay, das Thema Vision muss eine Rolle spielen. Und auch da kam wieder der gute alte Drachen aus Game of Thrones, der Viserys heißt, zustande. Und so kam die Mischung. Also durchaus etwas abenteuerlich, aber wenn man sich die Serie mal anschaut, im Grunde ein paar Parallelen. Ja, es geht letztlich um eine Königin, die eine Königin war. Und irgendwie, wie auch immer, wollen wir gar nicht gutheißen, aber auf diesen Thron wieder zurückzukehren. Und das passt eigentlich im übertragenen Sinne. Okay. Ah, das ist interessant. Soweit siehst du, gar nicht gedacht, soweit. Mit Rhythm Riser, Dynarise, das konnte ich immer noch ableiten. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, ich glaube vor 2 oder 3 Wochen, die Sophia auch hier, Sophia Klee, eure Vertragsspielerin, die den, jetzt korrigiere mich, ich glaube, den Riser Pro 50 spielt.
Und damit ja auch am letzten Wochenende in Düsseldorf bei dem Masters der Damen ja relativ erfolgreich war mit dem zweiten Platz. Also von daher war das schon, diese Ableitung konnte ich schon nachvollziehen. Weil wir gerade bei Sophia waren, was habt ihr an Vertragsspielern? Sophia mal außen vor, wo ist so das Highlight bei euch oder die Highlights? Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir aktuell jetzt nicht diesen, ich nenne es mal, Popstar, wie jetzt ein Timo Boll oder vielleicht aus früheren Zeiten bekannt, Michael Mayes oder sowas, hat die wirklich herausstrahlt. Wir haben wirklich eine Masse an wirklich guten Spielern, wie beispielsweise die Petra Gasolja. Wir haben in Europa aus Österreich stammend den Daniel Abeson, der mittlerweile sehr, sehr, sehr wichtiger Werbeträger geworden ist. Aber nicht nur, weil er wirklich gut Tischtennis spielt, aufgrund seiner Art. Er ist auch Paddy inzwischen. Sind beide in Sachen Werbung und in Sachen ja, Verhalten, auch im Fernsehen, sehr gut geschult. Und dahingehend, Paddy natürlich stammt hier aus Wörth und ist quasi in der Nachbarschaft, also da gibt es keine Hilfe. Aber auch Daniel ist seit seiner Jugend bei uns als Jola-Spieler. Das heißt, wir haben da eine gewisse Kontinuität, haben aber jetzt, ja, keinen Timo Boll natürlich. Die Frage ist, ob man diesen Timo Boll immer braucht. Und die Frage ist vor allem, ob man diesen Timo Boll bekommen kann oder die Spieler, die auf vergleichbarem Level sind. Die meisten sind ja langfristig an Verträge gebunden. Patty ist auch schon ziemlich lange bei euch, oder? Und Daniel auch? Hetti ist, ich weiß gar nicht in welchem Alter genau, aber ich glaube, war sie 7 Jahre alt. Also sie hat von Anfang an im Grunde auf Jola-Produkte vertraut. Und das Gleiche war auch bei Daniel. Den haben wir Ja. auch von klein auf unter Vertrag gehabt. Ja, und dann habt ihr natürlich noch Mr. Tischtennis, ne? Dann haben wir noch unseren guten alten Mr. Tischtennis, Kai Boskopf, zu dem wir auch heute wirklich noch intensiven Kontakt haben und der auch wirklich uns heute unterstützt, gerade in Sachen Hölzerentwicklung. Jetzt auch viel dazu beigetragen hat, dass wir überhaupt Premium-Linien auf den Markt gebracht haben. Jörg ist unheimlich erfahren, wenn es um das Testen von Hölzern geht. Also er merkt wirklich kleinste Unterschiede, spürt die sofort und uns auch da immer eine wirklich sehr, sehr interessante, aber auch wirklich authentische und wenn er der Meinung ist, Holz ist nicht gut, dann sagt er das auch ganz klar. Dann wird einem, gibt es einmal einen Rundumschwung und dann wissen wir auch, dass wir das Holz sicher nicht auf den Markt bringen können. Also nach wie vor ein ganz wirklich wichtiger, aber auch ein ganz sympathischer, feiner Kerl für uns. Und Ja, ist mittlerweile immer. da auch wirklich eine freundschaftliche Partnerschaft zu all diesen Spielern geworden. Ja, es wirkt relativ bodenständig auch, ne? Also irgendwie nie so richtig abgehoben, hat man so das Gefühl, wenn er nach außen irgendwie auftritt. Und ich meine, er ist immer ein Bundestrainer, also von daher muss man da sich sicherlich nicht verstecken mit einem Jörg Roskopf als Partner von Jola. Vereinstechnisch, in Anführungsstrichen, nur Grünwettersbach, die nur den Pokal gewonnen haben, oder seid ihr noch woanders aktiv? Gut, wir haben natürlich im Damenbereich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Meisterschaften seit Berlin schon eingefahren hat in Folge, die wir auch, aber inzwischen, ich weiß nicht, 20 Jahre bestimmt schon unter Vertrag haben. Also man sieht hier, dass wir eine gewisse Kontinuität legen mit genau diesen Werbeträgern, was glaube ich auch wirklich Sinn macht. Grünwettersbach natürlich jetzt als großes Aushängeschild, die inzwischen auch ein wahnsinnig toll funktionierendes Tischtennis-Leistungszentrum entwickelt haben. Das darf man nicht vergessen. Der Verein ist nicht nur auf der professionellen Ebene mittlerweile top. Nein, die sind auch wirklich im Breitensport gut. Haben mehrere Breitensport-Trainingsgruppen, wo sich wirklich Spieler verschiedenster Spielerlevel anschließen können und haben da ein sehr, sehr gutes Top-Trainer-Team wirklich aktuell verfügbar. Wer Können ist der Trainer? Wer macht das Training damit? der auch jahrelang quasi ja, zweite Liga gespielt hat und auch so an der Schwelle zum Profitum war. Liu Liping wird jetzt folgen, der ja auch früher für den Deutschen Tischtennisbund das Training oder vor allem Ballheimer auch gestaltet hat. Die haben mit dem Wang Shi einen extrem guten Spieler, der auch immer mehr in die Trainerriege reinrutscht. Ich glaube, der Verein als ganzes Konstrukt ist da wirklich ganz, ganz toll aufgestellt. Und deswegen ist es auch also einer der wichtigsten Partner, muss man ganz klar sagen. Und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre. Hoffen wir mal, dass Corona auch in der TTBL nicht die größten Schäden anstellt. Aber es kann natürlich immer sein, dass wichtige Sponsoren abspringen. Man weiß es nicht. Also wir hoffen da auch wirklich das Beste.
Ja, es war schon also nicht nur beim Fußball mit Geisterspielen. Viele sagen, ja, bei Tischtennis ist Geisterspiele normal, das nennt man Heimspiel. Aber wenn man das gesehen hat, ich meine, da kämpft Saarbrücken dann um den deutschen Meistertitel mit Bremen, mit Düsseldorf zusammen, mit Ochsenhausen. Und du hast einfach eine leere Arena. Das ist einfach, ja, das ist ja auch bitter, oder? Warst du eigentlich da? Jola ist ja irgendwo mit Ausrüstertisch oder Bälle. Wie Genau, wir sieht's sind Tisch- und Ballausrüster dort, auch schon seit ja, vielen Jahren inzwischen. Ja. Und leider war uns auch hier der Besuch im Grunde verwehrt. Auch wir haben es vor den Bildschirmen in dem Fall verfolgt. Es gab sehr, sehr strenge Regeln. Zu der Zeit auch noch ein bisschen strenger, als sie wahrscheinlich gehandhabt werden würden. Aber ich habe mit dann doch dem einen oder anderen Spieler mal gesprochen, die auch wirklich sagten, wie seltsam die Situation war. Selbst für Spieler, die irgendwie, ich sag mal, vielleicht auch nur 100 oder 200 Zuschauer im Schnitt mal gewohnt sind, dann schon eine sehr seltsame Situation in so einer riesigen Halle und dann vielleicht mit 10 Zuschauern, ja, wo wahrscheinlich auch die meisten Kamerateams, Fernsehteams und Reporter irgendwie sind. Also ganz komische Situation, aber ich glaube, alle waren heilfroh, dass sie überhaupt spielen durften. Und es war ganz wichtig, dass alle Vereine, aber auch wirklich das Trainerteam, die Spieler auch Wochen vorher natürlich sich an Regeln gehalten haben, um einfach ja, diese Problematik des Corona irgendwie ja, auszuweichen, sodass dieser Wettkampf irgendwo stattfinden kann. Für uns gesehen als Jola war es trotzdem eine sehr gelungene Veranstaltung, weil Zuschauerzahlen vom Fernseher, es gab eine Live-Berichterstattung von Eurosport, es wurde der Tagesschau gezeigt. Es gab sogar den einen oder anderen Ballwechsel bei Sky. Und also dieses mediale Interesse, so gesehen, muss ich sagen, kann ich mich nicht erinnern, dass es das jemals so in dem Ausmaß gab. Insofern war das eigentlich sehr, sehr, ja, eine positive Veranstaltung. Und das Okay. Interesse einfach wirklich für diese TDBL und auch irgendwo für den Tischtennissport natürlich da. Jetzt ist die Liga ja auch das erste Mal richtig voll, ne, zur neuen Saison. Wir hoffen, es bleibt so. Ja, gut, Werder ist vom Tisch, vom Fußball in der ersten Liga geblieben. Da wird ein bisschen Geld drin bleiben. Also von daher werden sie wahrscheinlich nicht die Tischtennisabteilung zurückziehen. Aber du hast natürlich recht, das kann immer Corona-bedingt der ein oder andere Sponsor, was man ihm vielleicht nicht mal übel nehmen kann, der dann sagt, ich kann die Summe XY nicht bezahlen. Und dann hängt Tischtennis, das weißt du selber, immer hinten dran, nicht? Also die werden dann irgendwie runterfallen. Wir haben die Sophia auch gefragt, mit Bad Driburg. Und die sagte dann auch so nach dem Motto, ja, das war so ja, der letzte Zacken dabei, der das dann halt, wo es dann einfach reichte, ne? Das war so der letzte Schuss, der kam. Und dann war es mit Bad Driburg, ja nun auch ein langjähriger Verein, was erledigt. Svenno, die halbe Stunde ist schon wieder rum. Es geht echt schnell. Also auch das letzte Mal, es macht einfach tierisch viel Spaß. Ich habe noch eine ganze Menge auf dem Zettel. Ich will dich jetzt in eine Sache ein bisschen reinquatschen. Ich weiß nicht, ob du gleich den Monitor komplett ausmachst. Haben wir eine Chance für eine Jugendabteilung? Kann ich dir irgendwie vier T-Shirts rauskitzeln? Ah, Sebo, ich sag mal, das ist selbstverständlich. Wir werden vier T-Shirts sponsern, die werden bedruckt werden. Sag mir im Anschluss, welche du möchtest. Wir sind völlig offen und machen wir Okay. das gern. Für einen Dann guten machen wir, tun wir alles. machen wir eine Losung irgendwie zum, ja, Ende August. Ist das okay? Klappt das bei euch logistisch? Passt. Sehr gut. Wir werden voraussichtlich, also ein Großteil der aktuellen Kollektion ist ja auch schon da. Wir werden weitere T-Shirts jetzt, die werden in den nächsten paar Wochen hier eingehen. Und insofern sind wir lieferfähig, also auch die logistische Frage im Grunde geklärt. Das kriegen wir hin. Schaffen wir. Ich habe gerade unten links gesehen, Sophia schaut zu. Hi, hast du auch gesehen? Ja. Lieben Gruß, vielen, vielen Dank. Auch da sind die beiden T-Shirts, die wir von Sophia noch verlosen. Ich habe ihr vor ein paar Minuten noch eine WhatsApp geschickt, die ihr dankenderweise fertig gepflockt habt. Zwei T-Shirts aus der neuen Kollektion mit ihrem Namen hinten drauf. Muss sie noch unterschreiben, gehen Montag an sie raus. Also sie hat da noch ein bisschen was zu tun und dann verlosen wir die noch.
Und die vier für eine Jugendmannschaft, die habe ich dir jetzt mal so aus dem Kreuz geleiert. Vielen, vielen Dank erstmal. Sehr Da werden gerne. wir irgendeine Jugendmannschaft wahrscheinlich ein bisschen froh und glücklich machen. Svenno, vielen, vielen, vielen Dank für den netten Plausch, für die halbe Stunde, die du dir Zeit genommen hast für uns. Wir hoffen alle, dass irgendwann wieder ein Stück mehr Normalität ja, reinrauscht, reinkommt und dass alle gesund bleiben. Ich glaube, wenn es so bleibt, dann lacht man vielleicht in 3, 4 Jahren drüber und sagt, ja, man hat mal mit Mundschutz Tischtennis gespielt. Wenn jetzt allerdings viele aus dem Urlaub wiederkommen und die zweite Welle kommt und es nochmal einen Lockdown gibt, ich glaube, dann hat die Tischtennisbranche ein Riesenproblem, oder? Ja, also ich, genau wie du sagst, ich hoffe wirklich, dass die gesamte Branche und wir alle leiden, ob es ein Hersteller ist, ob es der Händler, ob es die Spieler sind, aber letztlich auch die ganzen Funktionäre, die dahinter stehen. Es hängen Jobs an dieser Branche und es wäre schön, wenn das irgendwelche katastrophalen Auswirkungen auf die Branche hätte. Und gerade wenn jetzt gegen Weihnachten nochmal so, ja, eine zweite Welle käme und nochmal so, also die Saison vielleicht, die dann laufen würde, unterbrochen werden müsste, dann weiß ich nicht, was passieren würde. Und deswegen hoffe ich einfach, dass alle, die Spaß am Tischtennis spielen haben und irgendeine Möglichkeit haben, gerade in die Halle zu gehen, dass sie uns, euch vor allem in erster Linie als Händler unterstützen, indem sie vielleicht Käufe tätigen, die sie vielleicht auch erst in 4 Wochen tun. Vielleicht aber beginnen. Also einfach, dass sie jetzt schon sich vielleicht mit dem einen oder anderen Material eindecken, denn man muss einfach klar sein, es hilft allen Händlern und es hilft am Ende natürlich auch uns, das ist ganz klar. Wir ziehen da oder müssen da auch an einem Strang ziehen und ja, wir hoffen, dass wir gut durchkommen, muss man ganz klar sagen. Ja. Und ja, ich hoffe, dass die Hallen hier öffnen. Das ist ein sehr, sehr großes Thema, dass viele Hallen geschlossen sind, viele Leute gar nicht trainieren können, obwohl sie es gerne würden. Und vielleicht gibt sich die Politik da auch einen Ruck in kurzer Zeit und wird einfach die Hallen öffnen. Solange natürlich die Hygienemaßnahmen irgendwo eingehalten werden können. Genau, das ist ganz wichtig. Also es sind viele Kreise, ich habe es verfolgt im Rheinland-Pfalz, im Kreis Altenkirchen, wo gar keine Halle auf ist. Also komplett bis nach den Sommerferien geschlossen ist. Und da muss man wirklich hoffen, dass irgendwann das Ganze mal wieder aufgeht und so ein bisschen ein Stückchen weit Normalität reinkommt. Weil du musst ja auch die Jugendlichen irgendwann wieder in die Halle kriegen, nicht? Also nicht, dass die nur noch vor der PlayStation oder vorm Computer sitzen und sagen, ja, Tischtennis war mal toll, aber mache ich jetzt nicht mehr. Das wäre ja noch ärgerlicher. Im Nachwuchsbereich sieht es ja sowieso nicht so gut aus bei vielen, vielen Vereinen. Ja, ich glaube auch, dass ja wahrscheinlich es den einen oder anderen oder das eine oder andere Vereinsmitglied einfach zu einer Sportart wechselt. Ja, zwingen wird es falsch, aber ja, einfach dazu führen wird, dass vielleicht gerade Kinder, die eine lange Pause in einer Sportart machen, vielleicht eher dazu geneigt sind, sich einer anderen Sportart anzuschließen. Und das ist irgendwie so ein bisschen auch die große Sorge, wo wir jetzt möglichst schnell irgendwie gegensteuern müssen. Und ja, wir hoffen, dass wir das als Hersteller irgendwie schaffen, irgendwie Leute auch über den Freizeitsport natürlich vielleicht auch wieder zum Tischtennis bewegen. Das ist sicherlich ein großes Thema. Die Politik muss tun und ihr Handel in Sachen Beratung tut es sowieso jeden Tag. Also ich glaube, wenn die Vereine ein gutes Angebot bieten können, in erster Linie natürlich, dass die Hallen mal geöffnet sind, dann bin ich mir sehr sicher, dass der Sport überstehen wird. Wir haben eine tolle Sportart und wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann bin ich auch sicher, dass wir es schaffen. Ja, also bleibt einem zu sagen, ja. Also Sebo, Wir ich habe. hoffen das Beste, Sönno. Wir hoffen das Beste. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Vielleicht können wir es irgendwann mal wiederholen. Und dann viele Grüße zu Hause, Caro, an die beiden Kleinen. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann gesund und munter wieder, Sönno. Hau rein. Danke dir. Danke für alles und halte durch. Ciao. Ciao, Caro. Tschüss. Tschüss.